Moin Leute, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge hier bei McIlroy PGA Tour. Und ja, es geht weiter mit der Tyburon Championship, die dritte Runde. Und ja, wir stehen bei Even Par. Das ist ja soweit eigentlich schon mal gar nicht so schlecht, denn der Kurs ist wirklich mal ein bisschen schwerer als die anderen. Das ist der 17. Platz. Und ja, wir werden versuchen, uns so ein bisschen weiter nach vorne zu arbeiten. Den Cut haben wir ja geschafft. Und ja, wollen wir mal gucken, was in Runde 3 und Runde 4 so geht. Ja, heute, letztes Wochenende war ja die Windham Championship bei der richtigen PGA Tour. Und jetzt fängt nämlich dann der FedEx Cup, die Playoffs fangen an. Das heißt, bei dem ersten Playoff-Turnier, was jetzt nächstes Wochenende ist, ich glaube, die besten 125 im FedEx Cup sind es und danach bei den darauffolgenden drei Turnieren dann nur noch die besten 90, die besten 60 und die besten 30. Und ja, das ist so ein bisschen, ja, richtig Playoff, wie in Amerika halt auch die anderen Sportarten sind. Und ja, wir wollen jetzt hier aber erstmal zusehen, dass wir uns ein bisschen verbessern, denn so richtig viele FedEx Cup Punkte kriegen wir hier auch nur, wenn wir wirklich richtig gut sind. Und ja, dafür brauchen wir am besten eine Top 10, vielleicht sogar eine Top 5 Platzierung. Da sind wir aktuell so 3-4 Schläge entfernt. Das müssen wir noch aufholen. Und ja, wir versuchen es einfach mal. So, ich muss selber auch erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Ich habe jetzt, glaube ich, 2 Wochen jetzt Pause gemacht. Und müssen wir mal gucken. Der erste Abschlag war soweit schon mal sehr vernünftig. Leichter Seitenwind von rechts. Und ja, wir starten hier ja auf einem relativ einfachen Par 5. Das ist immer ganz nett, dass man nicht unbedingt die schwersten Par 4s direkt auf Loch 1 hat, damit man erstmal so ein bisschen reinkommen kann. Und ja, eigentlich sollte man hier auf der Bahn aber ein Birdie mitnehmen, da man auch mit ein bisschen Glück auch mit dem zweiten Schlag hier aufs Grün kommen kann. So, wenn wir den gut erwischen, dann dürfte das normalerweise auch reichen. Gucken wir mal, inwieweit sich die 32 Fuß, die das Grün höher liegt als unser Ball, wie sich das bemerkbar macht. So, ja, Schwung war soweit ganz okay, aber von der Länge her reicht es nicht ganz. Der bleibt kurz vorm Grün hier liegen. Mit einem guten Chip sollten wir aber trotzdem hier zumindest das Birdie mitnehmen. Das sollte eigentlich hier das Ziel sein. Alles andere wäre doch, ja, ein gefühlter Schlagverlust. So, wollen wir mal gucken. Ganz leicht vorher aufkommen lassen und dann rollt der relativ nah ans Loch ran. Das war eigentlich ein guter Chip. Und da sollten wir normalerweise hier das Birdie mitnehmen und das wäre doch schon mal ein richtig guter Start. Leichter Break von rechts nach links. Bisschen bergauf geht's auch. Aber ich glaube, auf der kurzen Entfernung dürfte der Break noch nicht so stark werden. Und, ach komm schon. Ja, ich weiß nicht, ob jetzt daran lag, dass wir ein bisschen zu weit rechts waren oder ob der vielleicht ein Tick zu schnell war. Aber der bleibt leider knapp daneben liegen. Ärgerlich, das Paar ist es zwar, aber hier war auf jeden Fall das Birdie drin. Schade, aber wir haben ja auch noch 17 andere Löcher in dieser Runde. Und das sollte doch klappen, dass wir hier bei dem einen oder anderen nochmal was mitnehmen. So, hier geht es jetzt wieder sehr, sehr stark runter. Ich weiß jetzt nicht genau, wie weit wir hier jetzt abkürzen können. Ich will jetzt auch kein Risiko eingehen, denn der Wind kommt von vorne rechts. Aber ich denke mal, wenn wir hier so anvisieren, dann sollte das passen. Boah, der geht doch ganz schön weit. Links lang, aber der ist eigentlich perfekt. Also der landet Mitte Fairway. 335 Yards. Das ist schon mal eine vernünftige Weite, aber es ging ja auch ordentlich bergab. Und das sollte doch, ja, eine gute Chance sein hier vielleicht, weil auch die Fahnenposition, die ist wirklich sehr, sehr gut. Schön weit hinten im Grün. Die Bunker rechts kommen nicht ins Spiel. Ja, wir haben ja das gesamte Grün hängt auf der linken Seite so ein bisschen nach rechts, auf der rechten Seite nach links. Also, wir müssen schon gucken, dass wir hier auf diesem Plateau sind, denn hier vorne sehen wir ja, da geht es auch steil runter. Das heißt, wenn wir den Ball vielleicht hier hinten reinspielen, dann könnte der bis ans Loch ranlaufen. Ich peile einfach mal das Loch an.
Und ich denke mal, der kriegt ja ein bisschen die Kurve nach links und dann müsste der eigentlich, ja, mit ein bisschen Glück so hinrollen, wie wir ihn haben wollen. So, ja, das sieht wunderbar aus. Hat nicht ganz so viel Wind mitbekommen, wie ich mir das gedacht habe, aber der Ball liegt gut. Das ist auf jeden Fall die nächste Birdie-Chance. Auch wenn wir hier jetzt, ja, der Putt, glaube ich, ein bisschen schwerer als eben. Das Break ist ein bisschen mehr. Ist schwer einzuschätzen. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr das kommt. Aber ich glaube, wenn wir den hier so anspielen, dann sollte das klappen. Oh, dann läuft er knapp rechts an der Lochkante vorbei. Ja, schade. Wieder nur das Paar, sofern der hier reingeht. Und ja, da war auf jeden Fall mehr drin, aber gut, wir müssen uns, wenn wir hier uns ja, immer die Birdie-Chancen uns herausarbeiten, dann werden früher oder später dann halt welche fallen auch. Und ja, so ist es soweit erstmal ganz gut. So, das hier ist sowieso ein ganz komisches Loch. Also, ich werde jetzt einfach mal einen Schläger mehr nehmen. Ich hoffe mal, dass das klappt und dass wir nicht dahinter dann den Kameramann da im Turm dann erwischen. Oh, also es ist mir echt ein Rätsel, wie man hier das Grün erreichen soll. Also das ist so steil bergauf. Ganz merkwürdig. Na gut, also der zweite muss jetzt doch wieder relativ nah ran. Das müssen wir hinkriegen. 86%. Das heißt, bei 44 dürfen wir ungefähr nochmal, ja, 20% draufpacken. Also ungefähr hier so. Und dann hängt das alles auch noch rüber und ein bisschen Wind gibt es auch. Ja, aber der war vernünftig, der war perfekt. Und das sollte doch das Paar werden hier. Gut gerettet. Gutes Scrambling. Und dann ist er auch hier zum Paar dran, also drin. Also, zweimal das Birdie verpasst, einmal das Paar gerettet. Solange wir hier keine Schläge verlieren, ist soweit auch erstmal alles gut. Aber wenn wir auf Dauer nicht die Birdies spielen, dann wird die Konkurrenz davonziehen. So, das hier ist ja für diesen Kurs ein verhältnismäßig normales Loch. Bisschen weit rechts rüber. Der springt nicht weit genug nach links rüber. Schade. Leichte Rough-Lage. 96 Yards, das ist jetzt aber auch nicht mehr so weit. Es geht aber bergauf und wir haben eine nicht perfekte Lage. Das heißt, wir können hier durchaus hier hinten anvisieren. Vielleicht dann noch ein bisschen Backspin einplanen. Mal gucken, ob wir den brauchen. Wahrscheinlich sowieso nicht. Ich glaube, ich nehme den auch wieder raus. Denn wenn wir da hinten in den Hang reinspielen, dann sollte der auch wieder zurückkommen. Also ich denke mal, ich habe da ein gutes Gefühl, dass wir den hier von hier aus gut positionieren können. Ja, sonst wäre er, glaube ich, zu kurz. Und das ist doch eine richtig gute Birdie-Chance. Aus der Lage haben wir da wirklich das Beste draus gemacht. Es ist zwar auch viel Break, viel Bewegung hier im Grün. Es geht ein bisschen bergab, ein bisschen rechts. Gucken wir mal. Oh, nee. Und dann rollt er wieder über die Lochkante rüber. Ärgerlich. Also, da haben wir bisher auf dem Grüns noch ein bisschen Pech. Ich hoffe mal, dass das im Laufe der Runde oder auch in Runde 4 dann sich und noch ein bisschen, ja, zu unseren Gunsten verbessert. Dicke, fette Enten hier, die da bei den Steinen schwimmen. So. Das nächste Paar 5, ein relativ kurzes. Es geht sogar bergab. Also, da hatten wir, da sollten wir auf jeden Fall das Birdie mitnehmen. Ja, da hätten wir vielleicht sogar einen leichten Draw reinnehmen können, damit wir ein bisschen weiter noch links liegen. Nicht, dass der hier jetzt noch zu weit rollt, aber das geht schon. Von hier auch, 311 Yards. Gute 270 Meter. So, und das ist jetzt eigentlich, ja gut, das ist schon eine relativ weite Annäherung.
217 Yards, 72 bergauf, also da müsste man, da sollten wir, ja, mit dem Vierereisen, das reicht nicht. Da können wir, glaube ich, das Große nehmen, und weil es ein bisschen bergauf geht, also ich versuche ihn hier so ein bisschen, ja, wenn möglich, hier irgendwie so rüberlaufen lassen und dass er hier dann vielleicht wieder ein bisschen nach links rollt. Wir müssen es mal ausprobieren. Haben auch ein bisschen Wind von vorne. Ja, mal gucken, was passiert. Oh, und den habe ich jetzt komplett nach rechts verzogen. Shit, jetzt liegt er da im Bunker. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Das heißt, dass... Oh, und der Stand ist ja auch furchtbar. Nochmal wieder das Ziel, den hier so ein bisschen rechts rüber. Und dann haben wir vielleicht auch noch die Chance, hier irgendwie unser erstes Birdie mal zu spielen. So, gucken wir mal, 86%. Ja, roll noch ein bisschen. Die Richtung vom Bounce stimmt auf jeden Fall. Ist soweit erstmal okay, aber für ein Birdie ist es, glaube ich, noch ein bisschen zu weit. Ach, das ist ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Ja, der zweite Schlag war hier das Problem. Wenn wir einen guten Putt jetzt machen und jetzt mal rollt er ein bisschen links vorbei und auch ganz schön weit. Heieieiei. So, der muss jetzt rein. Jawohl. Also, zumindest das Paar am Ende noch gerettet, aber der zweite Schlag war natürlich nicht so toll. Der hat uns bestimmt hier ein bis zwei Schläge gekostet. Das hätte auf jeden Fall noch besser werden können. Sehr, sehr schade. Hätte mich wirklich interessiert, ob das so geklappt hätte, hätten wir den nicht so total verzogen. So, gehen wir hier mal mit dem Dreierholz ran. Der soll jetzt nicht zu weit. Nicht, dass der da im Wasser verschwindet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Halt an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, doch. Dank des Roughs gerade noch zum Stehen bekommen. Wäre natürlich schöner, wenn er auf dem Fairway liegen würde, aber besser, als wenn er im Wasser liegt. 130 Yards rechts, 30 Fuß hoch. Der Break von links und von rechts, das ist eigentlich wie so eine Gasse, das ist schon sehr vernünftig. Wenn wir mal einen Schläger mehr nehmen, den brauchen wir auf jeden Fall. Es geht ein bisschen bergauf. Ja, ein bisschen ist gut, also es geht schon arg bergauf. Und die Lage ist natürlich auch nicht die beste. Wir haben aber ein bisschen Rückenwind, also ich denke mal, wenn wir es so probieren, sollte es irgendwie klappen. Wenn wir den gerade erwischen, und der sieht sehr, sehr gut aus. Ja, für die Lage war das ein guter Ball. Die nächste Birdie-Chance. Diesmal auch nicht ganz so viel Bewegung hier im Grün. Bisschen bergauf, ein leichter Break von rechts nach links, aber auch nur ganz minimal. Gucken wir mal. Ah, und dann nimmt er wieder die Lochkante mit. Also wir haben auch wirklich gerade echt überhaupt kein Glück. Also das hätte jetzt schon 2-3 unter Paar sein müssen normalerweise. So haben wir jetzt alles in Paar gespielt. Na gut, 3 Löcher haben wir noch, um uns zumindest hier auf den ersten 9 ein bisschen noch zu verbessern. Schade. Denn hier bei Platz 20 rum, da werden wir jetzt ja nicht so viele Pünktchen mitnehmen. Hier vorne, ja, da muss man immer ein bisschen vorsichtig spielen. Geht auch wieder bergab. Bisschen Gegenwind, das ist okay. So, ganz vorsichtig spielen. Oh, und der ist auch schon wieder so weit. Aber der fällt fast wie ein Stein runter. Der dürfte eigentlich nicht mehr zu weit rollen. Ja, wunderbar. Da sollte er hin. So, die Fahne ist natürlich jetzt ja, gefährlich gesteckt. Sehr, sehr kurz. Das heißt, am besten, wenn wir hier so ein bisschen hinten in den Hang reinspielen, das wäre, glaube ich, okay. Müssen wir mal gucken. 57 Fuß, wenn wir hier... Das geht ja ein bisschen bergauf. Das sollte dann okay sein. Vielleicht noch ein bisschen Spin dazu. Ich weiß es nicht. Probieren wir es mal aus. Oh Gott, der ist ja viel zu kurz. Eieieiei, was ist denn da los? Der war ja viel zu kurz. Das kam mir schon beim Probeschwung so ein bisschen komisch vor. Ja,
sehr vorsichtig. Und noch einen kleinen Tester hier zum Paar. Und das ist das erste Bogey. Das ist natürlich jetzt nicht so toll gelaufen. Da war wieder das Problem beim zweiten Schlag, dass der so kurz gewesen ist und im Rough hängen geblieben ist. Das ist natürlich jetzt nicht nach Plan. Damit jetzt 29. Und jetzt können wir eigentlich schon so ein bisschen auf Risiko wieder gehen. Das hatte ich vor dem Cut schon gemacht. Weil wir haben gar nichts davon, wenn wir irgendwie so um Platz 30 reinkommen. Das bringt uns nicht wirklich Punkte. Also lohnt sich kaum. So, was vielleicht nicht schlecht wäre, wenn wir hier vielleicht einen leichten Draw spielen gegen den Wind. Und dann vielleicht auch ein bisschen Backspin und dann gucken wir mal, was daraus wird. So. Ah, der ist doch deutlich weiter, als ich dachte. Aber wir haben viel Platz hier hinten. Wird natürlich schon ein ziemlich langer Putt werden. Also Birdie-Chance kann man da nicht wirklich sagen. 57 Fuß. Schon ganz schön weit. 20 Meter. So, hier vorne hängt das alles nach links. Es geht auch sehr bergab. Ja, probieren wir es mal so. Vielleicht ein bisschen weiter noch. Ja, war eigentlich gar nicht so schlecht. Wäre, glaube ich, besser gewesen, hätten wir den am Ende nicht noch kurz beim Zielen noch ein bisschen länger gemacht. Aber das passt schon. Und der war gut. Also, das Paar gerettet. Ja, eine Bahn nehmen wir in dieser Folge noch mit. Die zweiten neun gibt es dann in der nächsten Folge. Und ja, wie gesagt, wir müssen ein bisschen Risiko gehen. Jetzt direkt die Fahnen anspielen. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall ein paar Birdies. Ansonsten sind wir hier in, ja, irgendwo in der Mitte, wo es doch ziemlich uninteressant ist. Also ist egal, ob wir jetzt Letzter werden oder hier 30. Da ändert sich kaum was. Deswegen ein bisschen Risiko. So, ein bisschen Wind von links nach rechts, ganz leicht. Bisschen weiter müssen wir den nehmen. Und dann müssen wir da auch ein bisschen Spin vielleicht drauf geben. Wobei, brauchen wir, glaube ich, gar nicht so sehr. Bisschen, damit er anhält. So, probieren wir es mal aus. Der sieht gut aus. Ja. Ja, der war vernünftig. Guter Schlag. Und die nächste Chance, uns vielleicht hier jetzt auf Even Paar wieder zu verbessern. Leichtes Break. Au, das war ein wenig zu viel Break einberechnet. Und der war auch ein bisschen zu doll. Hey, jetzt haben wir hier schon wieder, müssen wir schon wieder ein bisschen kämpfen. Oh, und dann der Dreipad. Und das ist natürlich jetzt wieder nicht so toll. Plus 2 für die Runde. Also, da müssen wir zusehen, dass wir auf den zweiten neuen jetzt nochmal so ein bisschen wieder dagegen steuern. Ja, wäre schon gut, wenn wir die Runde noch unter Paar beenden können. Das heißt, wir müssen in der nächsten Folge hier zumindest mal 3-4 Birdies spielen. Gucken wir mal, wie es wird. Ich sag erstmal danke fürs Zuschauen und nächste Folge geht's dann hier weiter. Bei der. Habe ich schon vergessen den Namen von dem Turnier. Ist aber auch egal, nächste Folge geht's hier weiter. Macht's gut, Leute. Bis dann.